Innovationen sind der Motor der Wirtschaft. Sie verbessern die Qualität und damit das Wachstum. Das gilt für die Gesamtindustrie und damit auch für die Bauindustrie. Letztere zeichnet sich übrigens durch besondere Innovationsfreundlichkeit aus, vor allem bei Produkten und Verfahren zur Altbausanierung. Schlicht Bau heißt die größte Baustoffmesse Europas. Alle 2 Jahre findet sie in München statt. Im Januar stellten hier rund 2000 Aussteller aus 40 Ländern ihre Produktneuheiten, Verfahren und Systeme vor. Auch dieses Jahr wieder ein Schwerpunkt der Messe: Bauen im Bestand. Gerade durch die staatlichen Vorgaben von Energiewerten, die heute ein saniertes Gebäude haben muss, sind innovative Produkte und neue Konzepte in diesem Bereich besonders gefragt. Da ist es nur folgerichtig, dass die besten Ideen und Innovationen auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen. Wie zum Beispiel die von dem Unternehmen Rheinzink entwickelte Dachdeckung aus Metall mit integriertem, unsichtbarem Sonnenkollektor. Das System basiert darauf oder auf der Idee, dass das Metall eine gewisse Temperatur entwickelt an der Umgebung. Die Umgebungsluft hat dieselbe Temperatur wie das Metall und wir absorbieren diese Umgebungstemperatur und machen sie auf einer Wärmepumpe nutzbar zum Betrieb von Heizkörpern, Flächenheizung oder auch zur Erhitzung von Schwimmbadwasser oder auch Trinkwasser. Das neuartige Solarsystem ist immerhin für den Preis für Produktinnovationen Bauen im Bestand in die engere Auswahl gekommen. Diese Auszeichnung wird in diesem Jahr zum 2. Mal verliehen, um zukunftsweisende Produktideen, Systeme und Konstruktionen zu fördern. Initiiert wurde sie vom Bundesarbeitskreis für Altbauerneuerung. Bereits im September vorigen Jahres tagte die Jury, um aus über 100 Einsendungen die diesjährigen Preisträger zu ermitteln. 14 der eingereichten Neuentwicklungen wurden schließlich für die 3 Hauptpreise nominiert. Die Inhalte und die Ziele sind zum Thema Sanieren, Modernisieren, Renovieren ausgerichtet. Und für solche praxisorientierte Lösungen haben auch die Firmen ihre Vorschläge eingereicht. Wer die 3 Hauptpreise empfangen soll, weiß bis auf die Jury hier auf der Bau zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Die Preisverleihung erfolgt erst in einigen Stunden. Für das Metalldach mit Solarabsorber rechnen sich die Entwickler gute Chancen aus. Innovativ zu sein ist das A und O heute. Man muss interessant sein, man muss interessante Produkte zeigen. Und hier mit dem Solardach haben wir eine architektonische Lösung für ein Solardach. Man sieht die Solarlösung nicht. Und somit glauben wir, dass wir Planern und auch Bauherren eine interessante Lösung anbieten können, ihr Dach zu sanieren. Ein weiterer Anwärter auf den Preis für Produktinnovationen Bauen im Bestand ist das Unternehmen Protektor. Es stellt Bauprofile her. Für den Innovationspreis hat es ein Spezialprofil ins Rennen geschickt, mit dem man die Sparrenhöhe beim Dachausbau aufstocken kann, ohne dass es zu einer hohen Gewichtsbelastung kommt. Es ging darum, diese Balken einfach zu verlängern, über Profilierungslösungen zu verlängern, um größere Dämmstoffdicken einzubauen, zwischen den Sparren einzubauen, aber auch als Unterspanndämmung einzubauen. Und deshalb sind 2 verschiedene Balken-Nivellierwinkelprofile entwickelt worden mit 70 und mit 100 mm Schenkellänge, die seitlich an die Balken angeschraubt werden, sind dann einjustierbar über entsprechende Systemstanzungen, Langlochungen und zum Fixieren dann die Rundlochungen. Es kann einjustiert werden, die Unebenheiten im Balkenwerk sind ausgleichbar, sodass die Profile dann auf ein Niveau eingestellt werden können. Eine Aufstockung der Sparren mit den Systemprofilen macht den Dachausbau einfacher. Die Marktchancen für das noch konkurrenzlose Produkt sind also vielversprechend. Man hat dadurch natürlich auch die Chance, sich deutlich abzusetzen von dem üblichen Markt, weg vom Massengeschäft hin zu den Speziallösungen. Und das ist auch eine Herausforderung für uns und natürlich auch aus Ertragssicht auch eine besondere Gelegenheit, hier sich positiver darzustellen. Was wäre da idealer als die Entgegennahme einer Auszeichnung im Blitzlichtgewitter der Fotografen? Und tatsächlich, einer der Hauptpreise ging an das mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg. Das Konzept der Profillösungen bei der Dachsparrenaufstockung hat die Jury überzeugt. Aber auch das Metalldach mit integrierten Sonnenkollektoren war der Jury einen Hauptpreis wert. Es macht natürlich auf dieses Produkt aufmerksam, dieser Preis. Und ich denke auch, dass viele Bauherren, viele Planer eben auf diese multifunktionale Dachart, Solardach plus Regenhaut, aufmerksam geworden sind. Und dass wir dadurch natürlich auch viele Objekte erhalten werden.
Vor allem kleine und mittelständische Firmen, die über keine großen Werbe- und PR-Budgets verfügen, profitieren von der Publicity, die mit der Verleihung einhergeht. Wunsch der Initiatoren ist es aber auch, dass sich mehrere Unternehmen zusammentun, um gemeinsam intelligente Systemlösungen zu entwickeln, die mehrere Gewerke umfassen. So können am ehesten preisverdächtige Produkte entwickelt werden. Also wir werden in 2 Jahren diesen Preis, den gibt es alle 2 Jahre, wir werden ihn natürlich weiterentwickeln. Und ich hoffe, dass auch viele der Firmen, die jetzt heute nicht dabei waren, es gibt ja noch eine ganze Menge, dass die dadurch angeregt werden, ihre eigenen Produkte oder ihre Innovationen weiterzuentwickeln und damit auch bei dem nächsten Ausschreibungswettbewerb mitzumachen, 2009.